Wird Deutschland Europameisterschaft Gruppenphase bestehen oder nicht? Hallo, herzlich willkommen. Vertrau mir blind, ich bin Serdi und wir machen heute Europameisterschaft Prognosen. Hi Perle. Moin Serdi. Geht's dir gut? Ja. Dann lass uns loslegen. Beginn mal bitte, erzähl mal über Schottland was. Schottland spielt wahrscheinlich eine Dreierkette oder so ein 4-2-3-1. Die haben mit Robertson einen sehr guten Linksverteidiger, mit McGinn einen super Zehner, beide aus der Premier League. Ebenfalls noch Scott McTominay, der sich leider verletzt hat, der leider nicht dabei sein kann. Weshalb ich Schottland auch nur in der Gruppe als Vierter tippen würde. Da sehe ich Ungarn, Schweiz und Deutschland noch ein Stück besser, auch vom Kader. Und was sagst du zu Ungarn? Ja, Ungarn hätte ich dann auf dem dritten Platz. Die spielen eigentlich immer eine Dreierkette mit Willi Orban als Abwehrchef in der Mitte. Oh, der ist gut. Und Peter Gulaschi im Tor. Ebenfalls noch Dominik Szoboszlai, der eine gute Saison bei Liverpool gespielt hat. Ja, und sonst noch ein paar Bundesligaspieler mit Salay und Soloy. Genau, aber Ungarn sehe ich noch schwächer als die Schweiz und Deutschland in der Gruppe. Wobei Ungarn die letzten Jahre auch Deutschland echt vor Probleme gestellt hat. Die letzten Jahre häufig mit Deutschland in der Gruppe gewesen. Und da hatte Deutschland immer echt Probleme mit den Ungarn. Nichtsdestotrotz tippe ich Ungarn auf dem dritten Platz. Okay, und was sagst du zum Schweiz? Das ist auch, weil da sind auch so viele Bundesligaspieler dabei. Ja, die Schweiz spielt vermutlich auch mit einer Dreierkette. Dann mit Granit Xhaka, der mit Leverkusen ja Meister wurde, eine entscheidende Rolle dabei gespielt hat. Granit Xhaka, der vor dieser Dreierkette den Spielaufbau durchführen wird und da ja auch diese Saison mit einer der besten der Welt war, würde ich sogar sagen. Also Xhaka echt eine super Saison gespielt, sehr gute Passquote immer gehabt. Sonst haben die noch ein super Torwart-Duo mit Kobel und Sommer, wobei da Sommer wahrscheinlich die Nummer 1 ist. Sommer auch eine sehr gute Saison gespielt, mit Inter die italienische Meisterschaft geholt. Gregor Kobel mit Dortmund ins Champions-League-Finale gekommen. Auch wieder eine überragende Leistung, die Saison von Kobel. Also da hat man echt zwei gute Torhüter, wo ich nicht wüsste, welchen ich da aufstellen kann. Wahrscheinlich wird aber Sommer spielen, der ist eigentlich der Stammkeeper bei der Schweiz. Man merkt, dass du sehr gut vorbereitet bist. Ich bin jetzt gespannt, was du über Deutschland erzählst. Ja, also Deutschland, ich habe hier noch ein Jamal Musiala-Trikot an von Bayern. Auf den bin ich sehr, sehr gespannt bei der Europameisterschaft. Ich denke, Deutschland wird die Gruppe gewinnen. Deutschland wird wahrscheinlich nicht auf eine Dreierkette, sondern auf ein 4-2-3-1 setzen, mit wahrscheinlich Manuel Neuer im Tor, Kimmich rechts, dann in der Innenverteidigung Jonathan Tah, Rüdiger, links wahrscheinlich Maxi Mittelstädt und die Doppel-6 dann mit Toni Kroos, der ja jetzt Samstag die Champions League gewonnen hat. Krass, ne? Genau, und das war auch sein letztes Spiel für Real Madrid im Trikot der Königlichen. Wo geht der hin jetzt? Im Champions League-Finale. Der beendet seine Karriere und hoffentlich beendet er seine Karriere auch mit einem EM-Titel. Das wäre natürlich noch schöner, weil Toni Kroos ist einfach einer der besten und erfolgreichsten deutschen Spieler aller Zeiten, ohne Frage. Und ja, der wird definitiv auch eine schlüsselnde Rolle spielen, jetzt wo er wieder zurück ist. Und der wird ja neben Robert Andrich dann spielen, der ebenfalls mit Leverkusen ja die Bundesliga gewonnen hat.
und auch viele entscheidende Tore gemacht hat. Also Robert Andrich sehe ich auch als guten Part neben Toni Kroos als Brecher, als richtiger Sechser, der da viel abräumen wird, denke ich. Wen sitzt du nach vorne dann? Also dann so vor Kroos und Andrich auf der 10 wird wahrscheinlich Florian Wirtz, Musiala, Sané, einer von den Spielen. Sané gehe ich von aus, der wird rechts auf der rechten Seite starten. Wirtz und Musiala, die wuseln da vorne dann nebeneinander ein bisschen rum. Die werden die Seite häufig wechseln. Wahrscheinlich Sané auch. Und dann werden die links und rechts und in der Mitte viel Randale da machen. Und die Abwehren sehr vor Probleme stellen. Vor allem für die Dreierketten von der Schweiz und Ungarn braucht man diese Bewegung im Spiel von Deutschland mit Wirtz und Musiala, die Doppelpässe, also was man da jetzt schon in den letzten Spielen von Deutschland gesehen hat, sah schon echt gut aus. Na, so richtig gewirbelt und, haben sie nicht, ne, gegen Ukraine. Ja gut, da haben natürlich auch noch ein paar Spieler gefehlt mit Rüdiger, Kroos, Füllkrug, die alle noch alle am Samstag noch Champions League gespielt haben. Mhm. Ich gehe auch davon aus, dass Niklas Füllkrug den Vorzug vor Dennis Undav bekommt im Sturm, weil der sich auch in der Bundesliga super bewiesen hat und in der Champions League auch ein entscheidender Faktor war. Ja, auch, glaube ich, gegen Paris im Hinspiel das entscheidende 1, den 1-0-Siegtreffer erzielt. Also Füllkrug ist ein Brecherstürmer, den Deutschland da vorne braucht, gegen Gegner wie die Schweiz, Ungarn und Schottland. Okay, ich stell mal jetzt deine Prognose auf jetzt. Wie würdest du jetzt die Gruppe A stellen, tabellarisch? Also ich denke, dass Schottland Vierter wird, Ungarn wird Dritter, die Schweiz Zweiter und unsere deutschen Jungs von Julian Nagelsmann werden Gruppensieger hoffentlich. Deutschland, wie viele Punkte? Boah, das ist schwierig. Ich hoffe 9. 7 sind realistisch. Okay. Wenn wir gegen keine Mannschaft verlieren. Also wir sollten eigentlich mit 7 Punkten Gruppensieger werden, gehe ich von aus. Ja, ich denke, ich erwarte in Gruppe A Deutschland sehr stark und ich vermute mal auch, Deutschland muss das erste Spiel gegen Schottland gewinnen. Genau. Weil wenn die verlieren, dann ist die ganze EM-Euphorie in Deutschland weg, weil die Leute einfach ein bisschen noch kritisch sind. Ich habe schon ein paar Leute gefragt, alle sagen, ja, Deutschland, ich hoffe, dass wir da was reizen können. Ich tippe Deutschland, Platz 1 mit 7 Punkten. Für mich Platz 2 ist Ungarn, Platz 3 Schweiz, Platz 4 Schottland. Okay, interessant. Ich bin gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt, was ihr tippt oder was ihr vermutet, wer in der Gruppe A weiterkommt. Schreibt mal das in die Kommentare. Hast du noch was? Ja, also ich denke, ich gehe mit dir auf jeden Fall mit, dass das erste Spiel von Deutschland, das Eröffnungsspiel gegen Schottland, das wird extrem wichtig für den Turnierverlauf, weil Deutschland muss das gewinnen. Am besten auch nicht nur mit 1-0 gewinnen. Die werden aber 1-0 gewinnen. Die müssen da richtig Gas geben und das Spiel zu 100% gewinnen, weil die letzten Jahre hat man das gesehen, die letzten Jahre hat man immer das erste Spiel verloren und dann auch ist man auch in der Gruppenphase oder direkt im Achtelfinale rausgeflogen. Deswegen muss Deutschland dieses erste Spiel gegen Schottland gewinnen. Und ich denke, Deutschland wird die 2-Punkte-Verluste gegen Ungarn erleben. Das ist meine Vermutung. Und ich bin gespannt. Leute, das war unsere Gruppe A. Denkt dran, abonnieren nicht vergessen, da wir auch jetzt alle Gruppen
Einzelvideos werden kommen. Gleich machen wir Gruppe B. Und herzlichen Dank fürs Zuhören und bis bald. Palle, herzlichen Dank. Ja. Wir sehen uns gleich in der Gruppe A. Nee, B. B, ja. Okay, bye bye. Jupp. Yep.